stehe vom Friedrichstadtpalast, möchte jemand ein Statement abgeben? Ja, ich hatte vorhin ein bisschen laut gesprochen, das gebe ich zu. Mein Name ist nochmal, wollte ich nochmal sagen, ist Ingo. Ich möchte nur sagen, ich möchte an alle Politiker in Europa und in der Welt appellieren. Nehmt euch den Menschen an. Übernimmt die Verantwortung, seid sozial, macht soziale Politik und setzt euch nicht so viel mit den Lobbyisten zusammen. Denn Lobbyisten gehören nicht am Gesetzgebertisch. Lobbyisten gehören in ihre Firmen. Und ich möchte auch die Konzerne und alle Arbeitgeber, die sich gegen ein bedingungsloses Grundeinkommen aussprechen, möchte ich darum bitten, sich das mal genauestens zu überlegen, weil wenn die Armut immer mehr wird in Europa und in der Welt, dann sägt ihr euch den eigenen Arzt für den Umsatz ab. Und das kann es nicht sein. Also setzt euch zusammen, denkt euch was aus, gebt den Menschen ein würdevolles Leben, denn da haben wir ein Recht drauf. Danke. Wir haben einen weiteren Redner.